Dann wollen wir mal. Wo gehen wir lang? Links, rechts, Mitte? Links. So. Ah, ein Räumchen. Nehmen wir uns mal diesen Haken. Sehr gut. Nimm Fackel. Ah. Ja, verdammt, ne? Dede. Ich weiß nicht mehr, wie es weiterging. Aber ich finde es raus. Ich hasse Wasser. Okay, dann da geht's nicht lang. Irgendwann kommen wir wieder. Wir nehmen uns die Weinflasche. Darf ich das hier abräumen? Wir sind noch nicht mit diesem edlen Tropfen fertig. Schaue, Flasche. Ein schlechter Jahrgang. Wem erzählen Sie das? Nimm Fleisch, Weinflasche. Nur zu, es war ein scheußlicher Wein. Super. Jetzt konnte ich mir die irgendwo mit Wasser voll machen. Kann ich hier wieder rein? Tatsächlich. Oh. Jetzt haben wir eine Weinflasche. Jetzt gehen wir zurück, wo das Wasser eben war. Füllen diese mit Wasser. Genau. Benutze Weinflasche mit Wasser. Hervorragend, die Flasche ist voller Wasser. Jetzt gehen wir zu den vorherigen Tunnel und benutzen die Wasserflasche mit der Fackel. Vorausgesetzt ich finde, ja, sehr gut. Benutze Weinflasche mit Fackel. Aha. Und jetzt kann ich sie mir nehmen. Zack, und weg ist er. Das weiß ich noch, ja. Hoppla, die Weinflasche ist zerbrochen. Ja gut. Gut, hier geht's im Kreis. Sehr schön. Eine Leiter. Okay. Oh.
Da. Ah, okay. Und wahrscheinlich ist der kleine Schlüssel nicht für dieses Schloss. Komme nicht ran. Benutze. Ach, ich habe das weggeschmissen. Ach Gott. Alles klar. Nein, ich glaube, hier waren wir schon, oder? Wir gucken erstmal rein. Allerdings. Alles klar. Wir gehen noch mal einen Stockwerk tiefer. Die andere Seite. Sehr schön. Da wollten wir doch hin, weil jetzt benutzen wir den Haken mit dem Stöpsel. Und dann machen wir Indiana Jones mäßig die Peitsche mit den Haken. Bam! Jetzt können wir wieder auf die andere Seite. Können die Leiter hinauf. Ging's da lang oder da lang? Wir finden es raus. Ja, jetzt ist das Wasser leer. Jetzt können wir in eine der Tunnel gehen. Okay, wir gehen mal in den. Ah, das ist eine Sackgasse. Okay, alles klar. Und das ist auch eine Sackgasse. Gut. Der einzige Tunnel. Gucken wir gleich mal hier oben rein. Okay, benutze, nein, nimm, auch nicht. Benutze rote Kordel mit Maschine. Oh. Dann benutze Rad. Okay. Das stand doch im Gralstagebuch. Diese Stellung wird korrekt bezeichnet. Also Engel, Schloss, Pferd. Okay, das könnte schwer werden. Ah. Oh, das ist ja gemein. Egal, das kriegen wir. Bam! Bleib drin. So, sehr schön. Laufen jetzt einfach einmal durch. Es kann so einfach sein. Es kann so einfach sein, ne? Da ist das Totenklopf, Kopfklavier. Jetzt wird's spannend.
Oh je, oh je. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es sind 6 Totenköpfe. Wir machen jetzt 1, 1, 5, 4, 6, 1. 1, 5, 4, 6, 1. 1, 5, 4, 6, 1. Okay, vielleicht war es ja falsch rum. Vielleicht ist das ja die 1. 1, 5, 4, 6, 1. Sehr gut. Da ist er. Endlich haben wir ihn entdeckt. Der Schild ist der zweite Hinweis, den Donovan suchte. Lass mal sehen. Er erwähnt die antike Stadt Alexandretta. Die Stadt Iskenderun wurde auf ihren Ruinen erbaut. Dort werden wir den Gral finden. Das war's? Das, okay. Schaue altes Schloss. Ich sehe nichts Besonderes. Wie kriege ich diese Tür auf? Aha, alles klar. Damit ist das auch geschafft. Dr. Jones, ich habe überall nach Ihnen gesucht. Indy! Marcus? Ich habe herausgefunden, wo dein Vater steckt. Man hält ihn in Schloss Brunwald gefangen, nahe der Grenze zwischen Österreich und Deutschland. Gut. Und ich weiß jetzt, wo der Gral steckt. Er ist in Iskenderun. Natürlich, Iskenderun. Markus, warum bist du so nass? Frag lieber nicht. Okay. Okay, ich rette Dad, dann treffen wir uns in Iskenderun. Klar. Kein Problem. Ich bin dann weg. Wo liegt eigentlich Iskenderun? Din 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 din